Launen der Geschichte ließen mir keine Wahl. Und wieder einmal fordert die Wissenschaft das Opfer des Unbedeutenden. 1947 hatten wir die Chance. Wir schlossen einen Pakt für die Ewigkeit. Einen Pakt, der heute gebrochen wird. Derart zurückgeworfen wird. Steht dieser Laden nicht unter Quarantäne? Du machst wohl Witze. Das sollte eine Routinemission werden. Wir gehen rein, erkennen und beseitigen die Gefahr und verschwinden. Wir waren schon in heißen Zonen und mussten Gewalt anwenden. Aber das hier war anders. Unser Landeplatz war anders. Völlig anders. Regierungsverschwörungen, geheime Waffentests, Aliens. Ich glaube das alles nicht. Nichts hätte mich auf das vorbereiten können, was mich erwartete. Das ist meine Geschichte, meine Reise. Major Bridges, Katastrophenteam Bravo meldet sich zum Dienst. Konnten Sie Verbindung zu Katastrophenteam Delta herstellen? Captain, ich hoffe, Sie und Ihr Team sind einsatzbereit. Sie gehen da jetzt rein. Chemische Reinigung vorbereiten. Bleiben Sie in meiner Nähe, Cole. Hier laufen die Dinge ein wenig anders. Das ist schließlich die Area 51. Folgen Sie mir, Specialist. Sind Sie bereit, Cole? Gut. Laden wir jetzt den Rest Ihrer Ausrüstung ab. Ich weiß, dass Sie im Labor normalerweise keine Waffen tragen, aber Sie sind Pflicht in der Area 51. Holen Sie sich eine aus dem Waffenschrank. Willkommen zu einem sehr alten, aber doch sehr tollen alten Spiel. Area 51. Standardpistole vollständig ausgestattet. Ich habe es auf Windows
10 zum Laufen gekriegt, auch noch auf Deutsch. Cole, gehen Sie rüber zu Crispy. Und darüber bin ich auch sehr, sehr froh. Geh an den Schießstand und feuer ein paar Schüsse ab. Macht deine Mama stolz. So, 1, 2. Cole, Kumpel, warum schnappst du denn nicht ein bisschen Munition und wir machen ein kleines Wettschießen? Sammel auf. So. Bereit für eine Lektion, Cole? Okay, Cole. Wer als erster alle 5 Ziele trifft, hat gewonnen. Du solltest ein neues Magazin anlegen, Chief. Okay, alles klar. Bei dieser Übung musst du dein Zielfernrohr verwenden. Fertig? Anlegen, zielen, los! Hurensohn. 2 Gewinnsätze. Die anderen warten schon auf uns. Wegtreten! Das verdammte Ding hat mein Quartier gefressen. Ist das schön? Okay, Männer. Gehen wir. Das erste Katastrophenteam verloren und schicken jetzt ein neues? Sie sollten lieber mal ein paar Spezialeinheiten hier runterschicken. Ja, und ich habe gehört, dass das neue Katastrophenteam nur Pistolen haben soll. Was denken die sich? Die Daten kommen an. Was haben wir denn da? Oh, ist doch schön. Oder auf Zeit. So, wir können das kennen. Mann halb tot und ein Kerl völlig tot. Sieh dir das an, Cole. Schalte deinen Scanner an und check die Sicherheit. Später kannst du die Daten dann durchforsten und die Okay, Männer. Bridges wartet. Gehen wir. Noch die anderen Dinger ein bisschen. Nein. Nee, dass die Dinger dafür nehmen. Können wir noch nicht, okay. Well, das ist schon jetzt Geld. Aber das kann auch sein. Weil ich schon gescannt habe. Weil das ist ja jetzt der dritte Start des Spiels. Weil ich vergessen habe, die Aufnahme zu starten und. Wir müssen jeden Winkel dieser Basis durchsuchen. Hier läuft irgendwo ein Saboteur rum. Der Kerl hat den Aufzug sabotiert und den Transport-LKW gesprengt. Wir haben keine Ahnung, was er als nächstes vorhat. Die meisten unserer Männer sind tot. Wir haben nicht genug Leute. Ramirez. Ich weiß, dass es nicht Ihr Metier ist, aber Sie und Ihre Männer müssen uns bei der Suche helfen. Okay, Männer. Wir teilen uns in 2 Gruppen. Cole, Sie gehen mit McCann. Ich kümmere mich mit Chris über den Hubschrauberlandeplatz. Legen wir los. Wir müssen uns auch noch am Schießstand umsehen. Haltet nach Verdächtigen Ausschau. Alle Personen haben bis auf Weiteres auf ihren Stationen gebracht. Die Basis ist abgeriegelt. Alle Personen müssen auf ihren Stationen zu bleiben. Scheiße! Ramirez, Mann am Boden!
Wiederhole, wir haben einen. Nehmen die Verfolgung auf. Over. Achtung! Gib mir Deckung, Cole. Geh du ihm nach, dann sitzt er im Sperrfeuer. Ist der Regierung ja mächtig über den Kopf gewachsen. Das ist schon abgefahrene Technologie. Captain, Cole hat den Kerl und wir kommen zurück. Verstanden. Wir werden ein Team schicken, um die Leiche zu holen. Keine Sorge, hier ist nichts. Ich erkläre es später. Ende. Wenigstens haben wir den LKW beschützt, hinter dem er her war. Was hat der bloß Wichtiges gelernt? Colonel Baby, bitte melden Sie sich. Colonel Baby, bitte melden Sie sich. Gute Arbeit, Cole. Ich bin froh, Sie im Team zu haben. McCann, wir schicken ein Team, um die Überreste der Leiche zu holen. Sie müssen mir auf dem Weg nach unten mehr darüber erzählen. Okay, Männer. Der Fahrstuhl müsste wieder in Ordnung sein. Abrücken! Okay, Männer. Die Verbindung zu Team Delta ist seit 16 Stunden unterbrochen. Nehmen Sie Kontakt zu unseren Jungs auf und geben Sie Ihren Status durch. Also Beinbruch, Gentlemen. Wir zählen auf Sie. Wir hoffen, Sie genießen Ihren Aufenthalt in der Area 51. Amerikas ehemaligem Geheimlabor und Spaßbad. Halte Klappe. Als wir in die Basis hinabstiegen, erkannte ich erst, wie groß sie ist. Überall sahen wir Geheimnisse. Spionageflugzeuge, geächtete Waffen und viele verschreckte Leute. Dass sich das Virus im Wirt verstecken? Die Infizierten begannen innerhalb von 4 Stunden zu mutieren. Was sie an Menschlichkeit verlieren, gewannen sie an Stärke. Anfangs dachte der Kommandostab, er hätte schnell genug gehandelt. Dass die Protokolle funktionieren würden. Dass das Virus gestoppt worden war. Die Regierung hatte keine andere Wahl, als zu extremen Mitteln zu greifen. Als wir endlich ankamen, waren wir fast erleichtert. Die Mission konnte beginnen, wir konnten etwas tun. Und vergessen, was wir eben gesehen hatten. Die Wissenschaftler in Dreamland sollen zu den Besten der Welt gehören. Sie müssen schon alles gesehen haben. Verdammt, sie haben bestimmt schon alles erschaffen. Und doch haben sie Schiss vor dem, was hinter diesen Türen ist. Den Türen, die ich öffnen werde. Was habe ich für ein Glück. Da drüben! Getroffen! Sind Sie Team Bravo? Bestätigt. Wie sieht's bei Ihnen aus? Die hören einfach nicht auf. Wir können kaum die Stellung halten. Wir haben Befehl, Verbindung mit unserem Delta Team aufzunehmen. Deckung! Entdeckung!
fehlen. Gott, bin ich schlecht. Sie kommen. Kommt er? Sie sollten ein paar dieser Granaten mitnehmen. Ihr habt den Mann gehört. Bedient euch! Vorsicht, die sind bewaffnet! Unsere Jungs sind immer noch da draußen. Suchen wir sie! Macht sie fertig, Gentlemen!
Richtung! Zentrale, wir haben immer noch keinen Strom. Kennen Sie den Standort dieses Generators? Sie sind nahe dran. Laut der Pläne müssten Sie ihn durch eine Zugangsluke im Boden des Raumes erreichen. Okay, McCann. Sie und Cole sind unsere Freiwilligen. Schalten Sie den Strom wieder ein, egal wie. Sind schon unterwegs. Cole, komm mit. Ich bin Freiwilliger? Wie denn das? Alright, shit. Cole, wenn wir diese Tür nicht aufkriegen, kommen wir nicht weiter. Suchen Sie den verdammten Generator raus. Los! McCann, start uns! Wir haben den Generator gefunden. Das haben wir gleich. Ich glaube, ich kann ihn von hier einschalten. Cole, such das Kontrollsystem für die Stromversorgung. Es müsste auf dem Steg da sein. Oh. Aha. Nein. Such das Kontrollsystem für die Stromversorgung. Es müsste auf dem Stich da sein. Na, endlich. Los. Ich hab das Ding jetzt zum Beispiel. Ich die jetzt mal gemacht. Meine Fresse. Warte, Cole. Ich schalte jetzt ein. Alles klar, Cole. Wirf jetzt den Generator an. Captain McCann hier. Wir haben wieder Strom. Kommen jetzt zurück. Heilige Scheiße. McCann, hinter dir! McCann! Mann am Boden! Mann am Boden! Zentrale, McCann hat's erwischt. Fordere Evakuierung an. Captain, Sie dürfen den Einsatz jetzt nicht abbrechen. Alles Blödsinn. McCann ist tot. Haben Sie was an den Ohren? Crispy! Ihr Infiltrationspunkt wurde überrannt. Es gibt kein Zurück. Sie müssen weiter. Roger, Zentrale. Bravo, out. Was soll der Scheiß? Wir lassen McCann zurück. Crispy, wir haben keine Wahl. Wir müssen weiter. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto schneller sind wir weg. Konzentrieren Sie sich.
Deckung! Haltet sie auf! Granate! Verdammter Mist! Haltet sie auf! Kommen Sie klar! Klar, Sir. Alles klar.